Hallo Hörspielfans, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Hörspielfan. In unserer neuen Reihe von Bumo.tv berichte ich von Hörspielen mit Reviews und Previews, von Neuerscheinungen bis hin zu Klassikern. In der ersten Premierenfolge von Hörspielfan stelle ich euch die Hörspielreihe TKKG Junior vor. Die ersten zwei Folgen wurden am 6. Juli 2018 von dem Label Europa herausgebracht. Wir beginnen mit der ersten Folge Auf frischer Tat ertappt. Eine Einbruchsserie hält die Millionenstadt in Atem. Als die TKKG-Bande davon Wind bekommt, dass in der Villa von Klößchens Eltern eingebrochen werden soll, machen diese dort am selbigen Abend eine Pyjama-Party und wollen den Tätern das Handwerk legen. Ja. Die erste Folge von TKKG Junior hat mir persönlich sehr gut gefallen. Man muss zwar bedenken, dass diese Folgen nicht so spannend sind wie hier das Original, das es seit 1981 schon im Handel gibt. Aber man muss auch bedenken, für Kinder, die das Hörspiel eigentlich ansprechen soll, und zwar für Kinder im Vor- und Grundschulalter, ist dieses doch sehr spannend und kindgerecht dargestellt. Die Story war schon, finde ich persönlich, fand ich schon sehr spannend und auch sehr schön umgesetzt. Wir kommen zur zweiten Folge. Vorsicht, bissig! Im Loch Ness geht Seltsames vor. Im Badesee werden Badegäste von einem unbekannten Wesen angefallen. Die TKKG-Bande geht nun diesem Rätsel auf den Grund und werden auch schnell fündig. Auch diese Folge hat mich überzeugt. Ich fand die Folge auch sehr schön spannend, eine schöne Story. Doch ich als Erwachsener muss etwas bemängeln, denn es war vorauszusehen eigentlich, wer der Täter ist. Ja, also für mich war es einfach, aber muss wie gesagt auch sehen, die Serie ist ja für Kinder im Vor- und Grundschulalter konzipiert und die werden schon richtig Spaß haben dabei, ja, mitzurätseln. Also eine Folge fand ich gut und würde ich immer wieder hören. Wir kommen nun zum Cast, den Sprechern. Ja, da finden sich so Namen wie Sebastian Fitzner, Felix Strüven, Julian Greis, Lissa Ohm. Ja, Namen, die es eigentlich im Ersten gar nicht sagen, aber im Nachhinein sind das schon erfahrene Sprecher. Das heißt, sie sind älter als diese angegebenen 10 bis 11 Jahre, ja, die sie verkörpern sollen. Zum Beispiel Sebastian Fitzner, der Tim spricht, ist 24 Jahre alt, ist Synchronschauspieler und hat diverse Rollen schon gesprochen. So geht es auch den anderen Sprechern der Serie. Man muss auch sagen, Europa hat dieses gemacht, natürlich brauchten sie erfahrene Sprecher, die auch schnell und gezielt, ja, diese Sachen einsprechen konnten. Zum anderen gibt es ja auch noch den Jugendschutz in Deutschland, der es für die Produktion unmöglich macht, zum Beispiel auch noch weit in die Abendstunden hinein diese Reihe abzumischen. So, der zweite, der Erzähler Peter Kämpfe, der wurde im Internet auch ein wenig angegangen. Ihm wurde unterstellt, dass seine Erzähler, ja, er ist ja Erzähler,
dass er dieses so langweilig und einschläfernd macht, dass die Leute schon vorweg das Gefühl hatten, dass er es so gelangweilt macht. Finde ich persönlich nicht. Ich finde den Erzähler sogar sehr gut gewählt. Ich finde seine monotone Sprechweise finde ich für die Serie sehr gut. Denn die Stimme oder die Erzählstimme wirkt jetzt nicht so aufdringlich, sondern ein bisschen zurückgenommen, aber trotzdem detailliert. Also ich fand, dass Europa mit diesem Sprecher einen Glücksgriff gemacht hat. Und das gilt auch für die anderen Synchron- bzw. Hörspielsprechern. Zudem gibt es auch noch in der ersten Folge auf frischer Tat ertappt, ist auch eine Sprecherin dabei, sie heißt Kerstin Dreger. Sie spricht doch die Elisabeth Vierstein, also die Mutter von Karl. Und als Info am Rande, Kerstin Dreger ist die Schwester von Sascha Dreger. Und Sascha Dreger ist der Sprecher von Tim aus der Original-TKKG-Hörspielreihe. Ein Aha ist es, dass Heike Dine Körting, unsere, eure Märchenkönigin, diesmal keine Regie geführt hat. Was war da los? Sehr überraschend, weil normalerweise führt Heike Dine Körting ja bei allen Europa-Hörspielen Regie. Nur hier nicht. Franz Gustafus hat bei beiden Hörspielen hat er nach Motiven von Stefan Wolf die Drehbücher geschrieben. Und er führte zugleich auch Regie. Schon die nächsten Folgen von TKKG Junior sind schon angekündigt. Und zwar für den 14. September 2018. Da wird die dritte Folge mit dem Titel Giftige Schokolade erscheinen. Und am 23. November 2018 gibt es denn die nächste Folge Der Rote Retter. Eine sehr schöne Reihe, finde ich. Und wenn Sie Kinder haben, die im Vor- bzw. Grundschulalter sind oder ihr richtige TKKG-Fans seid, ihr werdet mit dieser neuen Serie von Europa, werdet ihr nicht enttäuscht werden. Eine richtig gute Serie, die zur Alternative der Hauptserie TKKG eine Berechtigung auf dem Markt finden wird und auch ist. So, jetzt habe ich euch noch in der Infobox einen Link reingepackt, wo ihr Hörspielproben zu TKKG Junior ja einsehen könnt und einhören könnt. Ich hoffe, euch hat die erste Folge von Hörspiel-Fan gefallen. Wir arbeiten denn weiterhin denn am Konzept und dem Aufbau. Das war so eine erste Probesendung. Falls sie Erfolg hat, folgen noch mehrere. Falls ihr Vorschläge habt, welche Hörspiele man hören kann und welchen wir noch bemustern sollen, dann schreibt mir fleißig in die Kommentarleiste bei YouTube unter bumo.tv oder wahlweise bei Facebook auf unserer Seite Fan, das Sammlermagazin. Ihr könnt auch einen Daumen hoch lassen, ihr könnt ein Like da lassen, abonnieren, ihr könnt es weiter teilen, empfehlen, was ihr auch immer möchtet. Bis zum nächsten Hörspiel-Fan wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss!